So, da sind wir in einer neuen Welt und diesmal mit einer neuen Mod und zwar der Lucky TNT Mod. Hey! Ja, genau. Wir werden heute ein bisschen das Dorf wieder in die Luft sprengen, aber auf stylische Art und Weise. Tinkus ist auch wieder hier. Hallo. Ich habe ein paar TNTs vorbereitet. Ich habe jetzt nicht alle rausgenommen, weil ein paar sind auch sehr langweilig. Ansonsten könnt ihr schreiben, ob ihr vielleicht noch mehr Parts wollt. Dann gehen wir in einem Part einmal die kompletten Normal TNTs durch, in einem Part die ganzen Gods, in einem Part die ganzen Dynamits und in einem Part die ganzen Doomsdays. Es werden insgesamt vier Parts. Alles drin lassen, bitte. Ich habe die rausgesucht. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den normalen, mit der ersten Reihe an hier. Fangen wir mal ganz klassisch an mit einem Holzhaus TNT. Ich finde, Das das sieht ist. sehr schön aus. Oh! Oh, das ist ein sehr schönes Holzhaus-TNT. Ja, also Wie falls ihr sieht denn das mal aus? unterwegs, nichts, falls ihr mal unterwegs seid oder so, dann könnt ihr einfach mal einen von den Haus-TNTs benutzen. Cobblestone und Brick machen das gleiche. Kann ich mal kurz hier zeigen einmal. Einfach oben drauf platziert. Da und natürlich noch Stein. Hausturm, wie geil. Genau. Ja, Krüppelhaus. eigentlich immer das gleiche Haus, nur mit anderen, ja, Außerirdischen. Drilling TNT. Das wird euch jetzt ein bisschen Platz hier verschaffen. Oh, das war ein wenig sehr tief. Oh, schöne Höhle. Guck mal. Schick, schick hier unten. Als nächstes gibt es das Ocean TNT. Ja, noch. Noch. Oh. Ja, jetzt habt ihr hier oben ein Haus am See. Ist doch schön. Macht es kein Wasser, sondern Feuer. Ja, wenn du es löschen möchtest, kannst du einfach das Ocean TNT benutzen. Ja, halb gelöscht. Gravity TNT. Ich glaube, das. Was macht das eigentlich nochmal genau? Das sind so. Warte mal. Huch! Ja. Das schleudert uns einfach mal hoch hinaus. Ach Gott. Als nächstes kommt das TNT-Feuerwerk. Bye bye. Have a great time. TNT, run. Au. Das will ich nicht wissen. Testobjekt Tinkus muss noch anrücken. Oh Mann. Ihr seht es, Leute. Ah. Jo. Es lag abgrundtief. Oh. Oh, ich bin ins Void gefahren. Oder? Nein, was? Alter. Ja. Wir haben es überlebt, Leute. Oh, ja. Also, Ja, sagen wir mal, das TNT-Feuerwerk nicht. macht flächendeckend Schaden. Huch. Oh Mann. Oh, Das ist lame. ja, das ist wirklich sehr lame. Okay, reicht, 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 reicht. Das ist schon besser. Oh, holy shit. Schau dir die Wüste an, Alter. Das sieht aus wie Schweizer Käse. Okay, als nächstes haben wir das Say Goodbye TNT. Mal gucken, was Ich habe das noch kann. das Angry Miner TNT. Ja, das ist das Richtige. Es sagt wortwörtlich Goodbye. Okay, gut. Oh. Oh, es macht gut Schaden, sagen wir mal so. Okay. Gucken, was macht das? Hallo, Easter Egg? Ostereier, ich will Ostereier von dir. Ja. So in etwa Ostereier. Okay. Genau, Merkwürdig. Leute, öffnet niemals Ostereier. Jetzt haben wir ganz Sonst kommt das viele. hier raus. Haben wir ganz viele Melonen, Kürbisse. Damit die Nuke. Dafür gehe ich aber lieber mal ein wenig weg vom Dorf. Oh nein. Okay, ich bin hier. Gut. Willst du es anzünden? Wir beobachten, was passiert, Leute.
Gar nichts. Serverlag. Oh. Holy. Ja, gut. Jetzt haben wir überall radioaktives Zeug. Ich bin Tinkus und sauge radioaktives Zeug weg. Genau. Ja, als nächstes haben wir das Inverted TNT. Das Placed Blocks. Sicher? Ich denke. Ja. Huch, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich, Leute? Du bist immer noch an der gleichen Stelle. Ah, leck, was? Oh Gott, wenn Wasser und Lava zusammenschmelzen. Wir gehen mal nach oben. Ach, lol. Deswegen muss ich sagen, sehr schön. Es hat einfach die Blöcke tatsächlich aus dem Boden nach oben. Ender TNT, hello there, was machen Sie da? Werft es 3000 Perlen? Nee. Das hat dich anscheinend einfach gerade nur weggehopst. Meteor TNT, es sollte hoffentlich nicht so spektakulär sein, weil es einfach eines der normalen TNTs war. Es müsste jetzt von oben eigentlich ein Meteor runterfallen, wenn ich das. Ah ja, da ist er ja. Oh nein! Hä, hey, das ist doch ganz. Oh, holy shit. Ja, ich würde sagen, das ist ein ganz normaler Einschlagkreiser, oder? Und auch hier ist nur ein VW. Das ist das Angry Miners TNT. Wütende Miner. Hallo. Wow. Hello there. Oh Gott! Runway. Ja. Was passiert, wenn wir zu viele davon spawnen? Nee, hör auf. Okay, als nächstes haben wir Wolle, Global Disaster, Mankind, Hyperion, Tizzer Bomb, Saturday Firework, Trixie Cup und The Revolution. Uiuiui, ich nehme die letzte Mal auch nochmal mit. Da haben wir noch ein paar. Gut, Kiste ist leer. Tinkus hat natürlich auch noch eins. Gucken wir später. Gut, ich würde sagen, wir fangen mit Wolle TNT an. Hoch! Wolltest du dich schon immer ein warmes Haus haben? Jetzt haben sie eins mit dem neuen Wolle TNT. Nö. Oh, schon gemütlich hier drin. Ach, die ist hässlich. Guck mal, es verwandelt einfach Blöcke in Wolle. Global Disaster. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Wir machen erstmal Mankind's Mark. Oh, ein Haus. Noch eins, aber ein größeres. Wow, lass doch rein. Oh, das ist Wasser. Ja, ein bisschen überflutet, das kriegt man aber hin. City Firework. Das sind auch Häuser. Also ich denke mal, der wird einfach ein paar Häuser placen. Hab ich so. Oh, shit. Das sind ein paar Häuser. Ja, das sind definitiv ein paar. Gut, ne? Haben wir eine Stadt kreiert. Baum. Oh! Bäume verrecken. Gut, das seht ihr, jetzt hat das doch natürlich auch ist ein bisschen umweltfreundlicher, ein paar Häuser. Muss ich schon sagen, sehr schön. Ich glaube, das Dorf wird vernichtet. Okay, mal gucken, was passiert. Passiert was? Fällt irgendwas vom Himmel oder? Es passiert einfach gar nichts. Ist auch nett. Hallo, Herr T. Oh, scheiße. Es laggt. Oh! Ich fall immer wieder runter. So schnell, wie wir ein Dorf kreiert haben, so schnell haben wir es auch wieder zerstört. Ah, scheiße. Jetzt nützen die Bomben auch nichts mehr. Nee. Meteor. Ich glaube, der wird nicht schlimmer sein als der erste, hoffentlich. Oh Gott! Oh Mann! Der ist ein bisschen groß, oder? Aua, ich bin direkt ins Zentrum gelaufen. Es ist dunkel? Warum ist es gerade auch nicht dunkel? Ach du heilig. Ja. Okay. Es war vorher eine Kugel, müsst ihr bedenken. Jetzt ist es keine Kugel mehr, sondern eher eine. Ja. Ein großes Loch. Eine, als ob man hier ein riesiges Glas reingesetzt hätte. Revolution TNT. Schauen wir mal, was das kann. Hello Revolution. Es fliegt das auch kennen hoch. Kennen wir doch schon, das steigt hoch. Und dann. Oh. Und es ganz viele mehrere Türen. Oh Gott. Holy shit. Eieiei.
Also mein Minecraft lebt noch und deins? Ja. Ja, so könnt ihr auch schon flächendeckend Schaden machen anscheinend. Gut, dann haben wir eine Naja, Tisser. ob eine gute oder schlechte Revolution. Was ist das? Eine Tisserbomb. Kommt da auch was von oben? Wo ist sie hin? Weiß nicht. Oh Gott! Da kam eine What richtige. the? Oh, Atom. Atomhüllt! Da kam eine richtige Nuke runter. Ah ja, da ist sie, ich sehe sie. Warte. Da Lol. kommt da, glaube ich, noch was. Oh! Wie du das vorausgesagt hast, Alter. Chang-Chi-An-Ti. Wieso kam da gerade ein Blitz runter? Ich gehe ein bisschen weiter weg. Okay, es laggt. Ja, oh What mein. the? Das ist. Autofine Diamonds. Hier regnet es gerade runter an Diamanten. Ja gut, jetzt sehen wir, was das Chang-Chi-An-Ti macht. Weiter geht's mit der Mansion. Ich platziere die einfach jetzt auch unten rein. Ich meine, wir haben schon einen Riesenkrater. Weiter geht's. Die Mansion. Das ist wieder ein schönes Haus, das wäre cool. Ah, die kennen wir. Ja, das ist das Haus. Das können wir Ja, da nicht. ist hier Loot drin. Das ist ein schickes Haus. Guck mal, jetzt hast du ein Haus im Oh, Loch. hier ist wirklich Loot drin. Dann haben wir das Helix-TNT. Das platziere ich jetzt einfach mal auf dem Dach. Und wir gehen ganz schnell ins Haus rein. Und es fliegt auch nach oben. Okay, ab ins Haus, ab ins Haus. Geheimbunker. Ja, nein, lass mich rein, Mensch. Passiert irgendwie Ich nichts, hab hier oder? mein Problem. Ich höre es explodieren. Oh Gott, es regnet ganz viele. Es lädt nicht. Oh. Bring dich in Sicherheit, Alter. Konstant 50 FPS. Okay. Oh Mann. Es hat. Ah ja, es spawnt Da einfach kommt ganz. noch was. Da kommt noch viel. Es hat einfach ganz viele Spiral TNTs gespawnt. Ah, gibt auch Sinn bei Helix. Okay, gut. Holy shit, Alter. Okay, dann kommt nichts. Gut. Guck mal, wir haben Spawner gefunden. Oh, Jo. Nametag. Okay, Leute. Und jetzt kommt mein Personal Favorite, und zwar der Death Ray. Möchtest du anzünden? Okay, es könnte jetzt etwas Weg, laut weg, weg, werden. weg, weg, weg. Ich versuche, so ein gutes Bild zu kriegen. Also der Death Ray sagt schon den Namen. Es ist ein Todesstrahllaser. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr verstehen, tut mir leid. Oh nein. Ja. Ja, seht es, Leute, was der Death Ray macht. Alter. Es ist einfach krass. Es ist. Oh Gott, schaut dir mal die Wand an. Es ist einfach unnormal krass. So, pass auf. Spaß Okay, das Leute. schon. 3, 2, 1. Wir gehen mal lieber ein bisschen auf Abstand. Es könnte jetzt etwas sehr laut werden. Ach du Scheiße, Mann. Denkst du, das wird laut? Was? Ich verstehe dich nicht. Man sieht, wie sich das so pulsierend aufbaut, Alter. Das ist aber gar nicht mal so schlimm wie das erste, oder? Das ist doch viel flüssiger. Nicht. Oh. Oh. Serverabsturz. Ja, Leute, da ist offiziell das Server abgestürzt. Hey, was für eine coole Sache. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach kurz in der Singleplayer-Welt. Das ist ja Also die Frage. erstmal, das Universum fliegt in die Luft, allein wegen deinem PC. Also Leute, wir haben ja diesen Deathray gesehen. Ich werde jetzt ganz kurz was vorbereiten. Ich nehme jetzt einfach jedes TNT, was es gibt, und werde das alles auf einmal anzünden. Das wird sowas von in die Hose gehen. Okay, Leute, ich habe alle TNTs, die ich für sinnvoll erachte, hier platziert. Die anderen würden sonst wirklich einfach zum Beispiel hier das Supernova, wenn das einmal gezündet wird, dann kann das Spiel gar nichts mehr machen. Okay, Leute. Ich würde sagen, 3, 2, 1.
Oh. What? Ach du Scheiße. Alter. Ich bin in Creative erstmal gestorben. Mhm. Hä? Okay, es ist gerade alles nur am Explodieren. Ja, also es lädt jetzt schon seit 6-7 Minuten. Und ja, wie ihr seht, es wird einfach nicht besser. Ich bin zwar jetzt aus dem Explosionsradar in der Mitte rausgekommen. Aber man sieht da die ganze Zeit, wie die ganzen TNTs da runterfallen. Das ist definitiv ein Screenshot wert. Alter, es ist so viel flächendeckend. Naja gut, ich hoffe, euch hat dieser kleine Zweiteiler gefallen. Genau. What? Warum kriege ich jetzt Übelkeit? Okay, ich frage einfach nicht. Ich hoffe, euch hat dieses durcheinander gewuselte Video irgendwie gefallen. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.